Unsere Erde, der blaue Planet. Über 70% seiner Oberfläche ist von Wasser bedeckt. Die Weltmeere regulieren unser Klima und sorgen für stabile Lebensbedingungen. Der Mensch erforscht das nasse Element seit Jahrhunderten und kennt davon aber nur einen Bruchteil. Bislang haben sich die Ozeane als unverwüstlich erwiesen, doch die ungebremste Ausbeutung ihrer Ressourcen führt ins Desaster. Also Carsten, mit einem Desaster fangen wir die Sendung nicht an. Das ist eine Katastrophe. Das Meer ist für mich keine Katastrophe, sondern das ist für mich ein Faszinosum. Ich finde es unglaublich romantisch, am Strand zu stehen, Wellen, den Blick bis zum Horizont. Das ist doch keine Katastrophe. Da hast du natürlich recht. Aber jetzt schau dir doch einmal an, wie wir Menschen mit diesem paradiesischen Blau umgehen. Das ist ein Desaster. Naja, aber auf der anderen Seite, es gibt nun mal Dinge, würde ich mal sagen, die im Wasser sind, im Meerwasser, und da, ich kann sie eben auch nur da herausholen, also muss ich sie da auch herausholen. Ja, nur die alles entscheidende Frage ist ja, wie wir diese Dinge da herausholen. Und genau darüber werden wir heute Nacht reden in der langen Nacht der Meere, zu der wir Sie recht herzlich begrüßen. Wie viel Meer braucht der Mensch und wem gehört das Meer eigentlich? Eine entscheidende Frage, und wenn man sich das genau überlegt, eigentlich gehört es uns allen, und seit Menschengedenken leben wir vom und mit dem Meer. Wir sind hier in der Schifffahrtshalle des Deutschen Museums. Mit diesem Schiff wurden im 19. Jahrhundert und im beginnenden 20. Jahrhundert Scholle und Seezunge in der Nordsee gefischt. 3 Mann waren auf diesem Boot. Auf diesem Riesenkahn. Aber ob es heute sich noch lohnen würde, ob es heute noch Scholle und Seezunge in der Nordsee gibt? Tja, wir wollen darüber reden, was machen Menschen mit den Meeren? Wir nehmen uns da einiges heraus. Wir wollen auch wissen, welche Gefahren uns aus den Ozeanen drohen. Nicht zu vergessen, wir wollen wissen, was wissen wir tatsächlich über die Ozeane? Und genau zu diesen Themen haben wir uns Experten eingeladen, die genau wissen, worüber sie reden. Und sie können uns zum Beispiel weiterhelfen bei vielen Fragen. Ein Meeresforscher, der uns sagen wird, was ist die Zukunft der Ozeane? Wir reden mit einem Wal- und Delfinexperten, der sich große Sorgen um diese Tiere macht. Ein begeisterter Amateurschnorchler und Querdenker, der uns vor allen Dingen etwas sagen wird über die oberen 10 Meter der Meere. Und wir treffen heute Nacht einen Mann, der jede Naturkatastrophe dieses Planeten kennt und auch genau weiß, was sie gekostet hat. Na, da sind wir beim richtigen Thema. Apropos Katastrophe. Eine der größten Katastrophen der letzten Jahre, wenn nicht die vom Menschen gemachte Meereskatastrophe, war ja die Sache am Golf von Mexiko. Du warst ja da. Ich war da im Juli, wenige Tage bevor dieses Loch am Meeresgrund geschlossen wurde. Und ich habe mich umgeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, es war unheimlich. Unheimlich deshalb, weil diese Katastrophe für mich, wenn ich also am Strand war, fast unsichtbar war. Ich habe so gut wie nichts gesehen, nichts gerochen. Es war ganz seltsam. Ja, aber ich bitte dich, im Internet konnte man doch sehen, wie das Zeug da unten rausschießt, wie es sich im Ozean verteilt und wie es dann an die Oberfläche kommt. Das muss man doch irgendwie gemerkt haben am Strand. Wir haben viele Leute getroffen, die Angst hatten. Fischer, die ihre Fische, die sie gefangen haben und die eigentlich gesund aussahen, wieder über Bord geworfen haben, weil sie niemand essen wollte. Und dann gab es ja noch etwas anderes. BP hat ja Unmengen, auch Millionen von Liter einer Chemikalie, einer hochgiftigen Chemikalie dazugetan, ins Wasser getan, in dieses heraustretende Öl, ein Dispersionsmittel. Corexit heißt das. Und das sollte diese Katastrophe unsichtbar machen. Und letztlich hat es nichts anderes getan, als fette Ölklumpen zu zerkleinern, bis so kleine Tropfen entstehen, die wir fast nicht mehr sehen können, aber die garantiert noch immer im Wasser sind. Also nach dem Motto, aus dem Auge, aus dem Sinn, weg damit. Aber man hat es nicht mehr gesehen, man hat es nicht mehr gerochen, hören konnte man es ja sowieso nicht. Es muss doch Indikatoren gegeben haben. Ich bitte dich, also die Pflanzen- und Tierwelt in dem Teil des Meeres dort, muss doch was mitgekriegt haben, muss mitgeteilt haben, hier ist eine Katastrophe. Deshalb waren wir ja da. Wir haben einen Haiforscher getroffen. Er erforscht die größten Fische. Ganz wichtig, Fische, die es auf der Erde gibt, und zwar sind das Walhaie. Die können riesig groß werden. Und die hat er dort vor einem Jahr, und zwar ein Jahr vor der Katastrophe, dort im Golf von Mexiko gefunden. Und der stellt sich natürlich die Frage, ob es diese riesengroßen Fische heute noch immer dort gibt. Das Forschungsschiff Norman B. ist 2009 im Golf von Mexiko unterwegs. Der Hai-Experte Eric Hoffmeier und seine Crew suchen die größten Fische der Welt. Walhaie. Eine Gruppe von mehr als 20 Tieren ist gesichtet worden. Walhaie sind riesig und vollkommen harmlos. Sie fressen nur winziges Plankton, das ihnen mit Tonnen von Meerwasser ins geöffnete Maul treibt. Ihr Punktmuster macht sie einzigartig.
Völlig risikolos können Eric und sein Team mit den Giganten schwimmen. Furchtlos taucht Jennifer hinab und piekst den Satellitensender fest. So können die Haiforscher verfolgen, wo sich die Tiere aufhalten. Der Fahrtenschreiber für den Hai sitzt. Jetzt kann Eric Hoffmeyer überprüfen, ob seine Vermutung stimmt, dass die Haie immer im Juli in den Golf von Mexiko kommen. In diesem Jahr der Schauplatz einer gigantischen Ölpest. Mindestens 500 Millionen Liter Rohöl sind bisher ins Meer gelaufen. Ich hörte die erste Explosion und sprang aus dem Bett. Als ich noch überlegte, was das war, kam schon die zweite Explosion. Ich hatte nur noch Todesangst. Was geschah am 20. April auf der Deepwater Horizon? Ein normaler Arbeitstag auf der Plattform beginnt. Am Vormittag gibt es eine Überraschung. BP-Manager fliegen ein, sie wollen die Crew ehren. Denn 7 Jahre lang gab es auf der Plattform keinen ernsthaften Zwischenfall. In Wahrheit haben die Arbeiter schlicht Glück gehabt. Die Vorboten einer Katastrophe deuten sich bereits seit 3 Wochen an. Eine entscheidende Sicherheitsvorrichtung befindet sich 1500 Meter unter der Wasseroberfläche auf dem Grund des Meeresbodens. Hier sitzt der sogenannte Blowout Preventer. Falls von unten Gas aufsteigt, sollen Ventile das Bohrloch verschließen. Doch versehentlich bewegt ein Arbeiter ein Bohrrohr durch das geschlossene Ventil. Eine Gummidichtung wird beschädigt. Der Chefelektriker Mike Williams ist alarmiert. Er fand in der Bohrflüssigkeit Gummiteile. Und ich fragte den Bohrleiter, ist das nicht seltsam? Aber der wiegelte ab. Nein, nichts Besonderes. Aber ich war irritiert. Wie kann das nichts Besonderes sein? Das sind doch Teile unserer Dichtung. Da fehlt doch jetzt etwas. Auf der Plattform nahm niemand das kaputte Ventil ernst. BP wollte so schnell wie möglich fertig werden. Die Exploration nach Öl war abgeschlossen. Die Arbeiter auf der Deepwater Horizon sind dabei, das Bohrloch zu verschließen. Sie gießen Zementpfropfen in das 5500 Meter lange Rohr unter dem Meeresboden. Es beginnt eine Verkettung fataler Fehlentscheidungen. BP möchte auf entscheidende Sicherheitstests verzichten. Über das Verfahren kommt es zum Streit zwischen BP und Transocean, dem Betreiber der Plattform. Der BP-Mann saß direkt neben mir und er wurde plötzlich hellwach, als es um die Art der Versiegelung ging. Ich habe da einen anderen Ablauf im Sinn als Transocean und so machen wir es. Die Kommunikation lief völlig aus dem Ruder. Es ging darum, wer letztlich das Sagen hat. Gegen 17 Uhr registrieren Arbeiter, dass Gas aufsteigt. Offensichtlich ist das Bohrloch nicht dicht. Doch BP lässt sich nicht beirren. Bisher drückt der Bohrschlamm von oben auf das Bohrloch. Jetzt wird er durch viel leichteres Meerwasser ersetzt. Der Druck im Bohrloch sinkt. Aus der Tiefe steigt Gas auf. Kurz vor 22 Uhr schießt eine Schlammfontäne aus dem Bohrloch, gefolgt von einer gewaltigen Gasblase. Wenige Minuten später steht die Deepwater Horizon in Flammen. Als einer der letzten verlässt Mike Williams die Plattform. Er entkommt dem Feuer nur durch einen Sprung ins Meer. Ich schloss meine Augen und sprach ein Gebet. Ich bat Gott, meiner Frau und meiner Tochter zu sagen, dass Daddy alles versucht hat. Und falls ich überlebe, soll es einen Sinn haben. Er gehört zu den 115 Überlebenden. 11 Crewmitglieder sterben in den Flammen. Tag und Nacht versuchen Spezialeinheiten, den Brand auf der Bohrinsel zu löschen.
Als wir gegen die Flammen ankämpften, hörten wir die Bohrinsel ächzen und stöhnen. Das zu hören ist so, als ob man einem Schiff beim Sterben zuhört. Doch die Flammen lassen sich nicht löschen. Vom Meeresboden steigen permanent Öl und Gas auf und geben dem Feuer neue Nahrung. Ich glaube, wir haben von Anfang an einen aussichtslosen Kampf gekämpft. Am 22. April um 10.21 Uhr versinkt die Deepwater Horizon im Meer. Die Nachrichten berichten zunächst von einer untergegangenen Ölplattform im Golf von Mexiko. Das eigentliche Ausmaß und die Folgen der Katastrophe sind bis heute unüberschaubar. Als Eric Hoffmeyer von der Katastrophe erfährt, macht er sich so schnell er kann auf die Suche nach seinen Walhaien. Sind sie wieder in den Golf zurückgekehrt